Okay, Leute, weiter geht's mit Star Wars. Wir haben jetzt eine neue Quest. Jet Cordos Vermächtnis. Wir haben hier einen Peilsender von ND5 aufgehoben und sollen jetzt eine Quest damit abschießen. Wird hier angezeigt, legendäre Gesetzdose. So, 6 verwenden wir das. Also muss ich nur nach diesem Ort suchen und herausfinden, wohin der rote Punkt führt. Ja, wir sollen herausfinden, wo der rote Punkt ist. Neben einem Berg. Okay. Neben einem Berg eine Station. Ich denke, entweder wird das markiert oder es wird uns gezeigt. Nee. Wird uns nicht gezeigt. Erreicht den auf der Holo-Karte markierten Ort. Was? Wir müssen selbst herausfinden. Boah, ich liebe solche Quests. Okay. Es gibt einige Berge, aber ich glaube, das ist dieser Berg gemeint. Und wir sind eh gerade hier, ne? Also schauen wir uns mal um. Es gibt diesen Berg. Diesen, diesen, diesen. Es könnte diese oder dieser sein. Aber ich glaube, das ist dieser Typhon-Felsen. So, schauen wir uns das nochmal an. Ja, ich glaube, das ist dieser Typhon-Fels. Schaut euch diese Form mal an. Und das ist hinter dieser Markierung. Da gibt es eine Station und dahin müssen wir, okay? Gut. Wo ist unser Gleiter? Können wir eine Markierung setzen? Eine Sekunde. Typhonberg, hinter dem Typhonberg hier. Wegpunkt platzieren. Okay. Da möchten wir hin. Das ist unser Wegpunkt, oder? Wollen Sie Ihr Schiff aufrüsten? Mal dahin. Und zack. Geht's. Also ich glaube, das ist richtig. Kann auch Wald sein. Dann gehen wir aber weiter auf Suche. Oh, ich hasse es, mit diesem zu fahren. Wie kommen wir da hoch? Hier lang. Okay. Hey. Hey, ich bin echt gespannt, ob es richtig ist. Jetzt geht's los, Kumpel. Hey, da ist tatsächlich eine Station. Können wir es mal an. In der Rauswasser. Ja, genau, hier. Ne, das ist was anderes. Das ist ein mysteriöses Schiff. Ein Ereignis. Können wir uns dann später anschauen. Oh. Sieht aus wie der Ort von der Karte. Schauen wir mal nach. Hier war nicht das Eisen. Also wir hatten recht gehabt, Leute. Grobtuch. Die Frage, was kann man hier machen? Schauen wir uns mal richtig um. Was muss doch hier passieren? Muss doch irgendwie reinkommen. Stahl nehmen wir mit. Ist zum Beispiel das hier. Geht es kaputt? Nee. Hoch kommen wir auch nicht. Es muss doch hier drin sein. Das ist nicht direkt neben. Also, das ist nicht drin, sondern außerhalb. Okay, verstehe. Irgendwo hier. Ja, das Ding zum Beispiel. Cordo muss diese Stelle markiert haben. Frequenz isolieren. Verstehe, Leute, verstehe.
Das Geräusch heißt wohl, es funktioniert. In der Jet-Code ist Saison folgende Hinweisen des Peilsenders, okay. Was heißt das? Haben wir jetzt was Neues oder was? Im Peilsender? So, das zeigt uns in welche Richtung. Okay, runter mit uns. Geht nicht. Okay. Hier runter dann. Dahin. Dahin. Geil. So, ich starte wieder hier. Weil ich habe die ganze Zeit gesucht und am Ende habe ich es gefunden. Es ist einfach so klein, dass man es kaum sieht. Ich führe euch direkt dahin. Damit ihr nicht, so wie ich, unendlich lang suchen müsst. So, runter, 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 runter. Und dann ist es direkt hier. Nice! Was auch immer da drin ist, ist es hoffentlich wert. So, schauen wir mal. Einige Truhen. Erstmal das hier. Mannschaft, wenn ihr während der Vorbereitung Vorräte braucht, verwendet die Peilsender, die ich euch gegeben habe. Ich habe sie selbst eingestellt, damit sie Kisten der Miyuki-Handelssieger auf der Planetenoberfläche ausspüren kann. Nähert euch einfach der Kiste, um die Sensoren des Peilsenders zu aktivieren und folgt der Spur. Ah, geil. Dieser Sender findet also auch versteckte Kisten der Handelsliga. Sehr nice. Ich auch Ausschau halten. So, das müssen wir überbrücken. Das kriege ich hin. Go. Da ist unsere Truhe, sonst haben wir nichts. Halunkengürtel, Jetcore des Vermächtnis Part 2. Chat, wer ist das da auf dem Boden? Leon, du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Dora hat uns verraten, also musste ich ein paar Dinge regeln. Was hast du getan? Dora hat uns verraten und ich kann es beweisen. Er hat unsere Crew und den ganzen Überfall in Gefahr gebracht. Wir müssen zum Ersatztresor, dann beweise ich dir alles. ND5, ich habe einen von Jet Cordos Tresoren gefunden. Er wurde nur leider schon ausgeräumt. Irgendwas Wertvolles? Ich hab was, ja. Aber hier ist noch eine Holodisk mit einer Aufnahme von Cordo. Der Raub ist anscheinend nicht so gelaufen wie geplant. Ist das jemals der Fall? Es muss noch mehr davon geben. Er hat erwähnt, dass er noch andere Verstecke genutzt hat. Das könnte sich lohnen. Ja, vielleicht hat Cordo es ja doch geschafft. Gut, machen wir direkt zum nächsten Versteck, oder was? Hier einmal raus. Also, können wir das aufmachen schon? Was bedeutet das? Okay. Hier mal runter. Große. Ich glaube, wir müssen zurück zum Chef. Ah, das ist was anderes. Das ist ein Ereignis. Machen wir nicht. Wir möchten erstmal zurück. ND5. Ja, wir können leider nicht wegreisen. Da haben wir noch diesen verdammten Bug. Weiß nicht, wie man es lösen kann. Aber ich glaube, das ist das hier. Ich weiß nicht, was da gerade an war. Nee, doch das hier. Erkunde Welten, um Miyuki-Tresorräume zu finden. ND5 hat ein eigenartiges Gerät gefunden, das zu interessanten Entdeckungen führen könnte. Gut, ich glaube, wir können hier nicht weitermachen.
Da wir leider nicht unser Schiff benutzen können, das ist so ein verdammter Bug, hat mich genau mich erwischt, der Videos machen möchte. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Deswegen cutten wir das Video und wenn wir irgendwann weiter können, gibt es weitere Videos zu Jet Cordos Questreihe. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.